Ich bin Markus Franz, bin 31 Jahre alt, arbeite bei Helmut Haus in Werk Osterfeld. Meine Aufgaben hier in Osterfeld sind Teamverantwortlicher für den Bereich WSES-VG und Produktionsmitarbeiter. Bei Helmut Haus hat es direkt geklappt, hat mich beworben, die haben mich hier sofort angeschrieben zum Bewerbungsgespräch. Bin gegangen, alles total locker und lässig, miteinander gesprochen und so, und dann direkt einen Termin ausgemacht für Probearbeit und haben sie mich dann eben kurz danach gefragt, ob ich doch nicht eine Ausbildung bei Helmut Haus machen will. Ich natürlich ja gesagt. Und wie gesagt, seitdem bin ich bei Helmut Haus und ich hoffe, dass ich noch viele, viele Jahre hier arbeiten kann. Wenn du bei Helmut Haus starten willst, brauchst du Teamfähigkeit, Flexibilität, organisatorisches Talent. Und es wäre ein Vorteil, wenn du handwerklich bewährt wärst und eben die Fähigkeiten mitbringst. Ja, man hat die Möglichkeit, bei Helmut Haus eben einen Meister zu machen oder sich eben schulen zu lassen. Sobald man dann den Meister gemacht hat, ist natürlich nach oben fast alles offen. Man kann dann zum Abteilungsleiter oder Qualitätsmanagement und richtig aufsteigen bei Helmut Haus. Die Möglichkeiten sind da. Also ich schätze an Helmut Haus, wie gesagt, das Team. Das ist wirklich das Betriebsklima. Man hat ja nicht nur Kollegen, es sind Freunde geworden. Es ist beste Freunde sogar teilweise. Und man kommt eben gerne auf Arbeit. Das ist eigentlich ein Grund, warum er auch frühstäglich aufsteht und hierher kommt. Ja, die Qualität muss stimmen. Man schaut immer nach, ob auch wirklich alles stimmt. Ja, da können wir noch was ausbessern, da können wir noch mal drüber polieren. Das hängt auch wirklich das Element, was man rausgibt, auch wirklich perfekt ist. Man ist dann stolz drauf, wenn man am Ende sieht, doch hier, das habe ich gemacht. Und eventuell kriegt man mal ein Bild vom Kunden oder so und da sieht man dann eben das fertige Element. Und dann kann man dann sagen, hier, das habe ich gemacht.